Hallihallo, liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Teardown. Lol, den Typen, dem wir alles kaputt gemacht haben, der wendet sich jetzt an mich, weil er natürlich nicht weiß, dass wir das alles waren und der will jetzt, dass wir uns an dem Typen rächen, der uns beauftragt hat. Machen wir! The Car Wash. Nice, dann können wir unseren Busen gegen die Scheiben reiben. Ich habe nicht umsonst ein wenig mehr gegessen in den letzten Wochen. Also, das sind unsere Ziele, wovon drei anscheinend eine Alarmanlage haben. Und wir sollen halt mindestens drei ins Wasser werfen. Das heißt, als erstes machen wir natürlich die drei, die nicht an den Alarm angebunden sind. Ich will nicht sagen, das ist ein schönes Haus, aber ich würde hier wohnen, Leute. Also, wenn ihr mir den Traum erfüllen wollt, dann ab zu den 10 Milliarden Abonnenten. To the moon! Fick den Wachposten! Aber gut, dass der keinen Alarm schon mal ausgelöst hat. Aber es ist auch nett, dass hier überall die Türen offen sind. Ach, da ist auch eine Alarmanlage. Die sind alle mit Alarmanlagen. Ich habe es nicht leuchten sehen. Och nö. Okay, das Auto, das nicht an der Alarmanlage gebunden ist. Stopp! Das hat keine Reifen. Ui, wir fahren erstmal ein Rennen. Woo, guck, wie gut ich fahren kann. Oh, das hätte ich mal vorher lesen sollen. Ups. Es gibt, wir könnten doch driften. Upsi. Okay, das Auto hier ist wieder an so einem Teil befestigt. Das können wir ja wegbringen. Das ist ja easy. Erstmal die Treppen nehmen, wie ein guter, anständiger Mensch, ne? Ja, schön am Geländer festhalten. Danke. Okay, es sind alle Autos an Alarmanlagen gebunden, außer dem hier. Und der hat keine Reifen. Und deswegen holen wir das Auto doch mal ab, oder? Klappt sogar. Wer hätte da mitgerechnet? Hm. Klappt nicht so ganz wie gewollt. Aber die Idee ist gut. Ja. Passt. Sitzt. Wackelt und hat Platz. Perfekt. Scheiße, verfickte. Das Gute ist, das Auto können wir auch direkt entsorgen, weil wir hiermit nichts machen müssen. Na, komm. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Ja, fein. Ja, fein. Bleib in Papa. Bleib in Papa. Das klingt falsch. Na, krieg ich das so noch mitgeschleppt ins Wasser? Ey, ist perfekt. Scheiße. Scheiße. Schön. Jetzt ganz langsam. Mach nicht so viele Faxen, du kleiner Trottel. Na, 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 na. Das wollen wir doch nicht. Was machst du denn? Ganz ruhig. Einfach nur durch die Wand. Einfach nur durch die Wand. Bist du denn ein wenig dumm, du dummes Auto? Ja, so ist das fein. So ist das fein. Hast du schön gemacht. Und als Belohnung darfst du jetzt ewig schlafen. Einfach ins Wasser fahren. Gute Nacht. Zack. So, und ab jetzt, ja, machen wir noch das. Und dann können wir aus der Garage und dann können wir einfach nur noch reinwechseln. Die Frage ist, wird hier der Alarm ausgelöst, wenn wir mit dem Teil einfach abhauen? Der Alarm wird nicht mal ausgelöst, weil es ja nicht abfällt. Genial von mir. Genial. Deswegen wollen alle eure Mütter mich... Merkt euch das. Ja, bei den vier Alarmanlagen-Kids weiß ich jetzt tatsächlich nicht genau, wie wir es machen sollen. Deswegen würde ich sagen, YOLO und wir jetzt einfach rein. Und gucken, wie viele wir schaffen. In 60 Sekunden und auch noch abzuhauen. Joa, das hier ist ein gutes, nettes Auto. Der Pool ist leider nicht mit Waffen... Wait... Was ist, wenn das hier reingeworfen wird? Einfach mal zum Test. Das zählt? Das hier zählt gerade? Kann ich das andere dann auch noch da reinschmeißen? Alter, ist das schnell. Das ist ja mal mega geil, dass das beides zählt. Dann machen wir das mal damit. Mal gucken, ob wir es damit First Try schaffen. Ich kann ja auch schon... Das Geile ist, ich kann halt schon vorher aussteigen, weil die Dinger so schnell sind und noch so viel Momentum haben. Alter! Okay, das Teil ist ultra schnell. Mit dem anderen Auto fahren wir dann noch zu dem anderen Scheißteil hin. Und lassen das da runter cruisen. Oh nein, das hat bitte keine Panne. Okay, nee, hat's nicht. Ich weiß nicht, warum da hinten eine Kiste. Können wir bitte nicht durch das Blumenbeet fahren? Das kostet uns ultra viel Zeit. So. Verpiss dich. Auch versunken. Alter, ist ja richtig easy. Vorgib bitte auf. Tut's nicht. Das ist ultra schnell. Nein. Alter, das ist fast kaputt. Verpiss dich. Und auch noch easy. Also das war einfacher, als ich erwartet habe. Aber ist auch klar, wenn man sechs Autos klauen muss. Egal.
Bam, 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 bam. Wir fahren einfach vor dem Helikopter weg, der uns gerade voll im Visier hat. Ja, das, diesen Mini-Pool da gehabt, der hat uns... Ich dachte erst, ja, schade, dass der große nicht gefüllt wäre, der hätte bestimmt gezählt. Aber dann, hier dieser Whirlpool, das war schon geil. Aber das rote Auto und das letzte, das grüne, das waren schon schnelle Karren. Alter, wir haben Trespasser und Breaker gleichzeitig erreicht. Und ich finde es interessant, wie wir immer neue Sachen auf unserem Hof entdecken. Aber wir spawnen auch jedes Mal woanders. Vielleicht war das schon von Anfang an da, ne? Wobei, die Kisten sind ja jetzt auch aufgeräumt, wer weiß. Vielleicht bauen wir hier gerade ein Imperium auf. Als nächstes fahren wir mit Zügen, wie man hier sieht. Dann schauen wir mal, was wir für neue Tools bekommen haben. Einmal Planks. Jetzt können wir planken. Spaß beiseite, anscheinend kann man damit primitive Rampen bauen, was das auch immer bedeutet. Vielleicht können wir damit irgendwo einbrechen. Oder man kann damit schwere Objekte heben. Das sieht cool aus, das Bild. Ich bin mal gespannt. Und Bomben. Dann gucken wir mal, ob wir die Planks oder so upgraden können. Es geht tatsächlich. Es geht tatsächlich. Wir können die Planks upgraden. Ich weiß nicht, warum ich so viel für die Polizei und so machen muss, warum ich die ganze Drecksarbeit mache. Ich bin einfach nur eine Abrissfirma, aber mir gefällt's. So sehen wir uns zum dritten Mal wieder. Die freuen sich sicherlich auch, dass hier immer eingebrochen wird und dann irgendwelche Sachen geklaut werden. Nicht mal so eine Woche später wieder eingebrochen. Vor allem ist es ja nicht nur der Einbruch, sondern wir zerstören ja auch immer alles. Zwei optionale und drei, die wir brauchen. Ich vermute mal, dass alle davon verbunden sind und der eine direkt den anderen Alarm auslöst. Es ist eine interessante Tageszeit. Es ist so richtig rot und teilweise hier so denkst du so, es ist hier voll im Horror-Game. Das ist schon cool. Im Haus ist es angedingst, das war klar. Auf dem Boot ist es angedingst, interessant. Aber das Boot können wir fahren. In der Lagerhalle auf dem Boot ist es gesaved, okay. Und das hier in der Ecke ist auch verbunden. Gut, dann wird das letzte auch noch verbunden sein. Wobei wir hier das Auto fahren können, wie wir sehen. Interessant. Dann fahren wir das jetzt mal ganz vorsichtig hier raus. Das Auto ist relativ schnell. Dafür, dass es auch noch einen Anhänger hat. Jupp, das hat gepasst. Das Tor fickt uns. Dann müssen wir nur noch hier zum Boot, aber zum Glück haben wir ja Planks. Ja, okay, das war nicht so geplant. Die ist einfach ein Pixel lang. Dann schießen wir uns hiermit mal hoch. Ich bin nämlich der Plank Master. Hier ist es auch dran, aber das heißt, wir können das Boot dahin fahren. Okay, die Schnur von dem Boot ist stärker als das Boot. Aber ist nicht so schlimm, ich wollte eh rückwärts hier drauf fahren. Perfekt. Bleib, Boot. Bleib. Okay, unser Plan sieht jetzt so aus. Wir klauen die hier, dann gehen wir dorthin und zum Schluss da und fahren mit dem Boot rüber zum Escape Vehicle. Das sollte passen. 3, 2, 1. Erster! Was ist das hier? Sehr schön. Jetzt nehmen wir das Auto, fahren damit 5 Meter vor. Fallen hier raus. Lass mich durch, ich bin Arzt. Haben das. Und weiter geht's. Das sieht doch schon mal gut aus. Hilfe! Da müssen wir gleich nochmal drauf. Tschüss, Boot! Hurensohn-Boot. Diesmal vorsichtiger. Tor bitte öffnen. Danke sehr. Und da haben wir direkt ein bisschen mehr Zeit. Sehr schön. Und wieder weg mit dem Boot. Es ist knapper, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob wir das noch rechtzeitig schaffen. Also ins Boot, obviously. Aber mit dem Boot noch rüber. Das ist schon krass. 15 Sekunden. Komm schon. Ziehboot. Oh, das Boot ist sehr, sehr langsam. Ha. Das war genauso geplant. Komm. Das Boot ist halt schon sehr, sehr langsam. Also wir müssen hier schon eine Zeit einplanen. Wir können das halt voll einfach ins Wasser hieben, weil wir brauchen das eh nicht mehr. Und hier könnten wir vielleicht ein bisschen früher rausgehen, weil wir müssen noch aus der Kabine raus. Oh mein Gott, 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 schnell weg vor dem Helikopter, der ist nicht schnell, die eine Sekunde, wir haben 100 Minuten rausgeholt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wir haben das Auto einfach weggeheatet. Easy peasy. Ich muss an der Stelle sagen, für euch ist das vielleicht nicht so krass, weil ihr seht einfach nur, was für ein verfickter Sexgott ich bin. Aber ich versuche das halt ab und an. Und es ist nicht so einfach, das kann ich sagen. Ihr seht also zwei, drei Tries, aber ich nehme seit 3 Wochen durchgängig auf. Was ist das eigentlich für ein Bett vor der Tür? Geil.
Warum ist mein Bett nicht da drin? I don't get it. Versteht ihr wegen get it und bet it und... Ach, haltet einfach die Fresse. Holy shit, die Schlampe hat mir gedroht. Weil ich vorher noch was anderes gemacht habe. Was für eine dumme Bitch. Na gut, dann schließen wir das mal ab für die Polizei. So gesehen sind wir jetzt selber die Polizei. Nur ohne Durchsuchungsbefehl. Also wir müssen den Safe hier holen. Die anderen vier sind optional. Und die Security ist wie immer Alarmanlage. Interessant ist, dass wir die Safes halt klauen müssen. Nicht zerstören, sondern klauen. Da müssen wir mal drauf achten. Wir setzen uns erstmal eine Bombe ein und wir bleiben hängen und sind fast tot. Cool. Die Bomben bringen gar nichts. Wir benutzen die Planks und können damit hier rüber planken. Die Bomben sind wirklich ziemlich scheiße. Das gebe ich offen zu. Okay, anscheinend müssen wir die nur mit E aufheben. Ich gucke mir auch mal die anderen an. Okay, die beiden hier oben sind zwei Safes und die drei da unten, das sind die Keys, die wir nur aufheben müssen. Das heißt, wir nehmen am besten dieses Auto hier, um die Safes zu transportieren, die wir dann zu unserem Boot fahren. Also, ich habe jetzt über eine Stunde hier Sachen vorbereitet. Wir werden als erstes hier das klauen, dann rennen wir dahin und dann müssen wir beide Safes auf diesen gelben Container laden. Und damit fahren wir zum Boot und dann gehen wir noch ganz schnell rüber und klauen das letzte Schlüsselchen. Die Tresore werden knifflig, aber wir werden ja sehen, wie knifflig oder ob ich das alles ziemlich geil vorbereitet habe. Wir werden sehen. Nämlich sehr tricky, wir müssen die von hier oben da in den Dings werfen. Und das hat schon nicht geklappt. Würde es bei dem klappen? Selbst der will nicht. Doch, der würde wollen. Okay. Wir haben beim Auto was angepasst. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Wir müssen können und sollten das jetzt alles von außen machen können. Doppelt können. Hier nämlich so. Dann dich runter. Dich runter. Na? Komm. Brav. Na? Und dann fahren wir. Das ist auch perfekt. Hat besser geklappt, als ich erwartet hätte. Wir haben noch eine Planke, die uns ein bisschen langsamer macht, als wir sein sollten, habe ich das Gefühl. Wie sie da dran klebt, die Fotze. Das ist eine Sie. So. Ja, abgeliefert. Hier schnell rein. Den klauen über die Planke. Hallo? Danke sehr. Jetzt noch so 15 Sekunden da verschwenden. Und easy. Ab nach Hause. So einfach geht's. Mit nur einer Stunde, die wir hier vorbereitet haben. Ich weiß nicht, wie sie das mit der Missionszeit da immer machen. Vielleicht hat das mit dem ganzen Laden und so zu tun. Aber es hat geklappt. Und wir wurden Crook. Aber was für ein Tool wir da bekommen haben, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Und wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr das gerne mit euren Freunden teilen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.